Herzlich willkommen zu meinem Video Bildschirm abfilmen, so schnell geht's mit dem kostenlosen Share X3 zu 0. Ich bin immer wieder auf der Suche nach schnellen, günstigen, sprich kostenlosen Screencasting-Programmen, mit denen ich also meinen Bildschirm abfilmen kann. Ich habe auch schon eine Videoreihe gedreht, zum Beispiel zu Captura, aber Share X hat schon gewisse Vorteile, die ich dir jetzt dann hier ganz klar zeigen möchte. Und mit diesem kostenlosen ShareX von Jakes und Michael Delpech kann man unter Windows eben den Bildschirm abfilmen, um zum Beispiel YouTube-Videos, Lernvideos und Let's Plays filmen zu können. Aber auch natürlich Audioaufnahmen, OCRs, Erkennung, Screenshots und so weiter und so fort. Also eine Menge von Dingen kann man hier machen und das auf eine rasche und sehr einfache Art und Weise. Und in diesem Video hier zeige ich dir jetzt, wie man einen Screencast machen kann, also Programme, den Desktop mit dieser Open Source gratis Software abfilmen kann. Du kannst natürlich wahlweise entweder deine Stimme verwenden, Mikro, Sound. Dazu benötigst du aber natürlich dann dementsprechend ein angeschlossenes Mikro, wie zum Beispiel es beim Laptop ja schon eingebaut ist. Die anderen Videos zu ShareX habe ich jetzt hier herunten dann in der Videobeschreibung verlinkt. Da könntest du dann weiterschauen. Ja, ich habe schon gesagt, ShareX ist Open Source. Also du könntest selber, wenn du programmieren könntest, könntest du selber dann das Programm verändern und weiterentwickeln und vielleicht manche Dinge dann optimieren. Dieses ShareX bekommst du auf der Seite GetShareX. Das ist die Webseite von ShareX. Und wenn du hier dann auf Downloads gehst, kriegst du hier die aktuelle Version angezeigt. Und wenn du hier die aktuelle Version dann auswählst, startet nicht gleich der Download, sondern du wirst weitergeleitet zu github.com. Das ist so ein Server, bei dem Open Source Software hinterlegt werden kann, dann heruntergeladen werden kann und da können wir zwei Versionen herunterladen, eine Setup-Exe-Version, eine portable Version. Die Setup-Version installiert quasi das Programm fix auf deinem Computer, du kannst es dann ganz einfach gewohnt starten oder du verwendest die portable Version, die hat wiederum den Vorteil, wenn du diese ZIP-Datei heruntergeladen hast, dann entzippt hast, dass du sie ohne Administratorenrechte in der Regel gut verwenden kannst, es sei denn, es gibt irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man irgendwelche Bibliotheken nachladen will und da vielleicht du irgendeinen Warnhinweis dann zum Beispiel bekommst. Herunterladen kannst du ShareX natürlich dann auch über Chip und natürlich auch über den Heise Download oder aus anderen Quellen. Ich habe meins hier bei GetShareX heruntergeladen. Ich zeige dir mal die Dateien, die heruntergeladen werden. Ich bin jetzt hier in diesem Ordner und habe zwei Dateien heruntergeladen. Das ist einmal die Setup-Exe-Datei, die habe ich bei mir dann auch fix installiert. Haben die auch den gewissen Vorteil, dass ich sie einfach auf meinem Computer dann starten kann, ist fix installiert. Die Portable-Version, wie gesagt, wenn ich die herunterlade, ist hier eine ZIP-Datei. Und wenn ich die dann über rechte Maustaste alle extrahieren extrahiere, bekomme ich hier einen Ordner und kann dann ShareX dann mit einem Doppelklick auf diese Datei speichern. Hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich auf dem USB-Stick ShareX mitnehmen kann und muss es dann nicht auf einem anderen Rechner zum Beispiel installieren. Ja, ich habe aber hier diese Setup-Exe-Datei verwendet, habe das dann ausgeführt. Man kann eigentlich bei fast allen Punkten einfach weiterklicken. Meine Empfehlung an dich, setz kein Häkchen bei Run ShareX beim Windows Starts. Das bedeutet dann, dass das Programm dann gleich mit dem Start von Windows dann ausgeführt wird. Ich glaube kaum, dass du jedes Mal immer Screenshots machen möchtest. Du kannst es ja auch das Programm sehr geschickt starten. Einfach hier herunten dann über den Windows-Bereich. So, ich bin jetzt hier in diesem Programm hineingekommen. Wenn das Programm das erste Mal gestartet wird, dann könnte es sein, dass du darauf hingewiesen wirst, dass du das Überschneidungen gibt mit so diesen Tastaturbelegungen. Und wenn ich hier jetzt dann auf Hotkey-Einstellung gehe, das wäre sowas wie diese Tasten, dann bekomme ich hier so fünf wichtige Möglichkeiten mit ShareX, die ich dann mit einem Hotkey, das heißt mit Tastenkombination, anstarten kann. Wenn ich einen gesamten Bildschirm aufnehmen möchte, also einen Screenshot machen möchte, dann funktioniert das meistens hier mit der Print Screen Taste. Dann habe ich hier bei mir eben dann eine Überlagerung mit etwas anderem, mit einem anderen Programm. Und deswegen verwende ich bei mir hier zum Beispiel einfach die Pause Taste. Wie funktioniert das? Ich drücke einfach hinein, dann steht hier wähle ein Tastenkürzel. Und ich wähle mir dann die Taste aus, mit der das dann verknüpft sein sollte. Ich würde nicht empfehlen, hier die Enter Taste zu verwenden. Dann würde jedes Mal, wenn du ein Enter machst und das Programm gestartet ist, dann ein Screenshot gemacht werden. Es sollte schon eine Taste sein, die nicht ständig eben dann verwendet wird. Ja, das siehst du, bei mir habe ich es hier so eher dunkel hinterlegt, mein Programm. Und das kannst du hier je nach Design, wie du es eben möchtest, kannst du das dann einstellen, indem du dann auf Anwendungseinstellungen gehst. Das siehst du, auf der linken Seite gibt es mehrere Menüpunkte. Da klicke ich einmal drauf, manchmal zweimal
Und dann wähle ich mir hier bei Design das aus, was mir am besten passt. Ich könnte hier zum Beispiel Light nehmen. Manche stehen eher drauf, dass sie dann zum Beispiel hier Dark verwenden. Ich drücke hierher auf Schließen. Vielleicht nehme ich jetzt doch einmal Light. Sieht man das dann vielleicht besser? Ja, bleibe ich bei Light. Es gibt hier die Möglichkeit, wenn du Screenshots machst oder Videos machst, dass die automatisch dann heraufgeladen werden. Das möchte ich eigentlich nicht. Kann vielleicht praktisch sein, wenn du es zum Beispiel in deine Cloud hineinladen möchtest. Google Cloud, Microsoft Cloud, OneDrive und so weiter. Ich möchte es mal nicht und ich stelle es jetzt bei mir mal ab. Und ich habe hier die Möglichkeit, auf Aufgaben nach der Aufnahme zu gehen. Und du siehst, hier sind manche Dinge bei mir schon fett angezeichnet. Fett angezeichnet heißt, dass sie schon von vornherein eingestellt sind. Das heißt, die wurden dann ausgewählt. Da gibt es keinen Hackerl, sondern die sind hier fett dargestellt. Und wenn ich dann dementsprechend bei mir hier mache, bei Bild zum Host, suche ich mir mal, Bild zum Host hinaufladen. Wenn ich das hier jetzt fett machen würde, dann würde es dann versuchen, würde das Programm versuchen, zu einer bestimmten Cloud, die ich vorher festgelegt habe, dann heraufzuladen. Das möchte ich aber nicht, deswegen gebe ich das hier mal weg. Also einen automatischen Upload verhindere ich quasi. Da möchte ich jedes Mal entscheiden, wo ich meine Datei speichere. Ich habe schon ein Standardverzeichnis, aber ich möchte es dann trotzdem immer wieder bestimmen können, wohin ich meinen Screenshot zum Beispiel oder Video speichere. Da muss ich das ja ausgewählt haben, nämlich Bild zu Datei speichern als. Und dann passt es hier jetzt einmal momentan. Ich gehe jetzt mal raus und sage vielleicht, das Programm benötigt wirklich sehr wenig Speicher. Und nur wenn ich eben zusätzliche Dinge irgendwie machen möchte, lädt er halt dann manche Bibliotheken, manche kostenlosen Zusatzprogramme dann herunter. Und wie ich das mache und wo ich das mache, werde ich dann gleich einmal zeigen. Bevor wir mit der Aufnahme beginnen, hier noch vielleicht die wichtigsten Aufzeichen, dass das auch dann ganz rund funktioniert. Und da gibt es hier die Aufgabeneinstellungen. Ich klicke auf Aufgabeneinstellungen und habe hier ein paar Punkte, die ich mir dann anschauen kann. Ich gehe jetzt mal nur auf die Punkte ein, die ich jetzt hier für mein Screencasting brauche, also für meine Videoaufnahme hier von meinem Bildschirm. Und da verwende ich dann zum Beispiel hier bei Aufgabeneinstellung Bildschirmaufzeichner. Da kannst du dich entscheiden, ob du diese 30 FPS belässt. Ich habe bis jetzt ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Du kannst auch 60 FPS dir einstellen. Je mehr Frames per Second, also je mehr Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, umso schärfer ist das Bild natürlich. Aber umso größer ist natürlich dann auch die Dateigröße. Und irgendwann macht es gar keinen Sinn mehr. Entweder nach unten, dass ich kaum noch Bilder aufnehme oder dass ich auch zu viele Bilder aufnehme. Ich würde als erstes einmal empfehlen, dass du hier diese 30 Sekunden belässt. Dann, wenn ich hier einen Screencast mache und mir die Leute folgen sollen, wo ich dann hinschaue, was ich mache, empfiehlt sich auch, den Mauszeiger in der Aufnahme zu belassen. Dann kann man hier die Aufnahme etwas verzögern, der Start. Da stelle ich jetzt mal 3 Sekunden ein. Das heißt, wenn ich auf Aufnahme quasi starten drücke, habe ich noch 3 Sekunden Zeit, mir den Bildschirm herzurichten, mich darauf einzustellen, bevor ich dann etwas sage. Deswegen stelle ich persönlich jetzt hier mal dann diese 3 Sekunden ein. Dann hier würde ich jetzt einmal keinen Version wählen, verlustfreie Enkodierung aufnehmen. Weil wenn verlustfrei aufgezeichnet wird, bedeutet das enorme Dateigrößen. Wir reden da im Gigabyte-Bereich, also da würde ich da auf jeden Fall das nicht wählen, sondern es wird hier der sehr effiziente FFmpeg-Codec verwendet. Das würde ich jetzt mal alles so belassen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Dann als nächstes würde ich dann hier auf Bildschirm Aufzeichnungsoptionen mich einmal da hineinbewegen. Und da bin ich schon bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dieser Codec, der nachgeladen wird. Also für all diese Dinge benötigt man diesen FFmpeg-Codec. Und wenn ich hier auf Herunterladen klicke, verbindet er sich automatisch mit dem Server und lädt ihn herunter. Da gibt es zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Captura-Programm, das ich auch schon im Video vorgestellt habe, dass diese FFmpeg-Datei dann nicht mehr gefunden wird. Die muss man dann händisch runterladen. Das ist hier ganz praktisch. Da ist wirklich alles, funktioniert alles wirklich sehr gut. Wenn ich hier aufnehmen möchte, muss ich hier ein paar Einstellungen vornehmen oder schauen, ob sie einfach richtig eingestellt sind. Bei der Videoquelle würde ich GDI Grab einstellen. Ja, da hast du ein paar andere Varianten noch. Wenn ich hier zum Beispiel bei mir meine Webcam aufzeichnen wollte, würde ich mir etwas anders nehmen. Ich bleibe jetzt hier bei GDI Grab. Mikrofon habe ich ja auch mehrere. Da würde ich jetzt mal bei dem hier bleiben. Ja. Dann beim Videocodec hast du auch mehrere Varianten. Ich würde hier auch bei H264 verwenden. Das erzeugt dann nämlich eine MP4-Datei, die ich dann ganz gut verwenden kann. Das ist der Standard jetzt unter Windows.
Als Audio-Codec würde ich AAC belassen, jetzt mal momentan nicht MP3 verwenden. MP3 würde ich dann zum Beispiel einstellen, wenn ich nur Audioaufnahmen verwenden würde. Ja, soweit passt das schon ganz gut. Wenn ich jetzt hier auf X gehe, dann bleibt die Einstellung dann behalten. Also Schließen des Fensters passt dann soweit. Dann schließe ich das hier. Und ich kann dann im Prinzip mit der Aufnahme schon beginnen. Ich klicke hier auf Aufnehmen. Klicke hier auf, was nehmen wir da? Bildschirm aufzeichnen, FMPEG. Dann startet das Ganze. Jetzt wähle ich mir den Bereich aus. Hier zählt das dann herunter und alles, was ich jetzt dann mache, in diesem Bereich hier, den ich mir genommen habe, wird dann aufgezeichnet. Wenn ich jetzt hier auf Stopp gehe, unten wird es mir angezeigt. Alles, was ich jetzt dann mache, in diesem Bereich hier, den ich mir genommen habe, wird dann aufgezeichnet. Also haben wir das jetzt gerade hier angeschaut. Wenn ich jetzt wieder hergehen würde und mir zum Beispiel meine Hotkey-Einstellung anschauen würde, klicke ich nochmal drauf, dann kann ich das auch mit der Tastenkombination dementsprechend machen. Dann müsste ich jetzt bei mir Shift Print Screen zum Beispiel drücken. Drücke bei mir auf der Tastatur Shift Print Screen, also Shift drucken. Es geht dann wieder hier auf. Ich kann mir wieder einen Ausschnitt aussuchen, den ich hier aufnehme. Er zählt dann 3 Sekunden herunter, die ich mir vorhin eingestellt habe, und kann dann alles dann hier dementsprechend dann aufnehmen, was ich möchte. Ich klicke wieder auf Stopp. Es wird mir hier angezeigt, dass die Aufnahme beendet ist, und kann dann alles dann hier dementsprechend dann aufnehmen, was ich möchte. Und hier habe ich schon also geschickt diese ganze Sache gemacht. Wenn ich jetzt in den Ordner gehen möchte, wo diese Aufnahme dann gespeichert wurde, klicke ich einmal dann hierher, vielleicht noch einmal. Dann öffne ich mir hier meinen Ordner, der bei mir eingestellt ist, und ich habe dann hier dann dementsprechend die Aufnahmen, weil ich mir so einstelle, Details, genau. Kann ich nach dem Datum gehen und sehe dann hier meine letzten Aufnahmen, meine MP4-Aufnahme. Ja, und so einfach funktionieren an und für sich diese Aufnahmen. Und ja, und das war eigentlich schon das Wesentliche. Du kannst sehr rasch deine Aufnahme machen. Das heißt Voreinstellungen, zack, zack, aufnehmen, klicken, na, noch einmal Aufnahme wählen und FMPEG, und das haut soweit hin. Ja, im nächsten Video zeige ich dir dann, wie man Screenshots machen kann mit dem kostenlosen Share X13.0, und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, und weitere Videos habe ich ja dann unten verlinkt zu Share X. Danke für deine Aufmerksamkeit.